Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir machen heute weiter mit der Quest Der Rachen des Krokodils und ich hoffe mal, dass wir das Krokodil, also die Frau, heute killen können. Lokalisiert habe ich das Ziel schon, dann schauen wir doch mal, ob wir da reibungslos reinkommen. Ich glaube es zwar nicht, aber wir sehen uns jetzt anschauen. Wollte nur noch mal schauen, weil ich habe hier schon wieder Fähigkeiten. 3 Punkte sogar. Und wollte eigentlich Verwesungsge. Wo war denn? Kopfschuss-EP wollte ich auch nicht. Das ist die ganze Bogenzeug hier. Ja, genau, Giftpfeile. So, schauen wir noch mal, ob wir da reinkommen. Meter. Schauen wir uns hier ein bisschen durchs Gras schleichen können. Gefällt dir dein neuer Posten, meine Meisterin? Okay, das ist... Was? Hey, was? Solange du an meiner Seite bist, solange du loyal bist, solange du mich nicht enttäuschst. Die haben es jetzt gehört, oder was? Thank you.
Laden ist auch nicht weit weg. Philitakis. Es wird dir an nichts fehlen, solange du an meiner Seite bist. Solange du loyal bist. Solange du dich nicht entscheidest. Ja, Herr. Kinsa, ist das der Luxus, den du wolltest? Als Sklavin einer Feindin Ägyptens? Die Lieferungen bleiben pünktlich. Momentan muss kein weiteres Exempel statuiert werden. Dass es so enden musste, alte Freundin. Mögest du Frieden in Maats Umarmung finden. Okay, muss ich eigentlich bloß noch den Tod bestätigen? Alles klar, ging doch. Ermordet von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles. Cool gemacht mit dem Krokodil. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name: Shadia! Alles klar. Okay. Trophäe erhalten, das Krokodil. Sehr schön. Ah, Mahlzeit. Oh Gott! Ein Van? Eier, was willst du mir? Vergiss diese Eier! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen!
Scheiße. Was? Was muss ich machen? Kein Plan, was ich machen muss. Muss ich hier runter oder so? Das wollte ich nicht. Sollst du durchgehen? Ich kann doch bloß hier im Kreis laufen, oder? Ich habe jetzt keinen Plan, was ich hier machen muss. Muss ich hier raus, oder? Vor allem kann ich die töten? Ich nehme mal Waffen oder so. Ich habe nicht mal Waffen. Ah, die hat doch noch versteckte Klinge. Schlecht. Kein Plan, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht, Leute. Oder muss ich die alle killen, oder was? Dass ich weiter in den Animus kann. Okay. Jetzt glaube ich nur noch zwei. Ich hab diese Klinge noch. Gut. Zucker, Alekal Tachalos mit Al-Hadr. Toma Estaedat Al-Animus. Ich muss es tun. Das müsste der Letzte sein. Das müsste der Letzte sein. Lenta Ribi Minni Al-Hakira. Okay. Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Fehlt ein Reifen, Mensch. Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch!
Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Abibti. Okay, ich denke mal, das ist jetzt das letzte Kapitel sozusagen in dem Spiel beginnt, oder? Das sehen wir jetzt gleich. Gehen wir gleich mal hier rein. Yep. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob wir zur der Göttin zurück müssen. Zu Kleopatra. Weil die hat uns ja die letzten 4 Ziele eigentlich aufgetragen. Und Renut geht. Ich besuch sie mal. Schade, hier ist Ruhe. Schauen wir doch mal. Okay, das ist eine Nebenquest. Hauptquest Stufe 31. Nebenquest. Event, okay, das können wir später erst machen mal. Nebenquest. Okay, dann müssten wir eigentlich Shadias Ruhe. Nachdem er das Krokodil getötet hat, kehrt Bayek zu seiner Freundin Hoteperes und Kenut zurück. Er stellt fest, dass sie verbittert sind und Hilfe brauchen. Okay. Gut, also ich würde sagen, wir machen jetzt aber an dieser Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich werde schon mal dahin reiten und dann machen wir auch mit der nächsten Folge weiter. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wieder dabei seid, supportet. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.